Liebe Frau Lange-Riechmann, liebe Fatigatio-Mitglieder, sehr verehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Vorschusslorbeeren und ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier die MECFS Research Foundation kurz vorstellen kann. Ich bin tatsächlich aus Hamburg. Ich bin eigentlich Unternehmer und Manager, Angehöriger eines MECFS-Patienten und bin sozusagen in der Situation gewesen, wie viele von Ihnen oder vielleicht alle von Ihnen, dass man irgendwann, wenn man so die Odyssee durchs Medizinsystem hinter sich gebracht hat und immer noch keine vernünftige Antwort hat oder nur Bruchstücke einer Antwort an der Stelle steht, sich zu fragen, was mache ich da eigentlich? Und mein Eindruck war, dass gerade im Bereich Forschung, und wir sprechen jetzt von einem Zeitpunkt von vor 1,5, 2 Jahren, einfach noch viel zu wenig passiert. Frau Stamm-Fiebig hatte es vorhin dankenswerterweise angesprochen. Gott sei Dank gibt es jetzt inzwischen auch öffentliche Fördergelder, ein paar zumindest, immer noch viel zu wenig nach meiner Auffassung. Aber es gibt welche und damals war der Eindruck, wir müssen privat Gelder sammeln, um Forschung zu finanzieren. Das ist natürlich auch vorher schon passiert, aber in einem verhältnismäßig kleinen Umfang und ich würde das sehr gerne in einem etwas größeren Stil machen. Wenn ich darf, dann würde ich Ihnen eben ganz kurz vorstellen, was wir da mit der MECFS Research Foundation, die jetzt im Juli diesen Jahres an den Start gegangen ist, versuchen zu erreichen. Es gibt einige Problemfelder und Sie kennen das alle. Diese Krankheit ist in der Medizin viel zu wenig bekannt. Das haben wir vorhin auch schon ausführlich gehört. Es ist eine fachbereichsübergreifende Krankheit, es ist eine Multisystemkrankheit, das heißt natürlich sollten Neurologen daran ein Interesse haben, natürlich sollten Immunologen daran ein Interesse haben, viele andere Fachbereiche auch, aber man macht einfach die Bekanntschaft mit sehr, sehr vielen verschiedenen Ärzten, bevor man sozusagen allein die Ausschlussdiagnostik hinter sich gebracht hat. Was es noch schlimmer macht, ist, dass diese Krankheit natürlich, wie wir auch schon gehört haben, immer noch psychologisiert wird. Solange wir keinen Biomarker haben für diese Krankheit, ist das eine Diskussion, die zunehmend anstrengend ist. Interessanterweise gibt es ja auch keinen Biomarker für Depression. Also könnte man ja die Frage stellen, warum sozusagen wird man in eine Ecke geschoben oder viele in die Ecke geschoben, wo es auch keinen Biomarker gibt. Aber diese Diskussion möchte ich jetzt hier gar nicht aufmachen. Auf alle Fälle fehlt uns dieser Biomarker. Die Diagnose ist komplex, aufwendig, sehr kostenintensiv. Die Ärzte, die das tatsächlich machen, die wenigen Ärzte, die das machen, verdienen damit mit Sicherheit kein Geld, sondern machen das überwiegend zumindest diejenigen, die ich kenne, aus persönlicher Motivation und natürlich auch aus ihrer Berufung, um Menschen zu helfen. Es gibt keine Therapie, das heißt, Sie alle und Ihre Angehörigen rutschen in die Chronifizierung und müssen irgendwie leider selber sehen, wie Sie damit klarkommen. Unterm Strich kann man sagen, dass die Patienten, die MECFS-Patienten und die Post-Covid-Patienten, die ja nach der aktuellen Veröffentlichung von Professor Carmen Scheibenbogen in Nature das gleiche, sozusagen medizinisch die gleiche Krankheit haben, dass sie medizinisch und sozial vernachlässigt werden. Ich habe nun das Glück, selbst in der Lage zu sein, mich dort um die Dinge meiner Familie zu kümmern. Viele haben das nicht oder viele, sind in ihrer Berufstätigkeit so stark eingeschränkt, dass dazu eben auch noch eine soziale Vernachlässigung kommt. Und das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, das kennen Sie leider alle aus eigener Erfahrung. So, und dann fragt man sich als Unternehmer, woran liegt denn das nun eigentlich? Und ich habe so über die Zeit und in vielen Gesprächen für mich so eine Art Teufelskreis da herausgearbeitet. Also wir haben viel zu wenig Forscher in Deutschland und international ist das Bild leider auch nicht besser, nicht viel besser, die an diesem Thema forschen. Warum eigentlich? Es ist doch ein total interessantes, ungelöstes medizinisches Problem. Frau Dr. Hoberger hat vorhin sehr eindrücklich ihre Motivation dargestellt. An so einem Thema gibt es noch unglaublich viel zu entdecken. Man versteht es eigentlich nicht, warum es so wenig Forscher gibt. Ja, weil es auch bisher kaum finanzielle Mittel dafür gibt. Wenn es aber so wenig Forschung gibt, dann gibt es auch wenig Erkenntnisse. Das Thema wird im Medizinstudium nicht behandelt. Die meisten Mediziner kennen es nicht. Das heißt, die Medizin erkennt oder anerkennt einfach dieses Problem noch nicht. Das ändert sich jetzt gerade in guten Schritten, aber wir stehen da noch ganz am Anfang. Dann kommen falsche Diagnosen, die Menschen werden falsch oder gar nicht behandelt und am Ende verschwinden die Patienten. Es gibt ja bezeichnenderweise auch eine Patientenorganisation, die Millions Missing heißt. Das heißt also, weltweit betrachtet verschwinden Millionen Menschen aus der Schule, aus dem Berufsleben, aus ihrem sozialen Umfeld. So, wenn die aber verschwinden, dann gibt es wenig Sichtbarkeit und dann bin ich so langsam auf der 8-Uhr-Position dieses Teufelskreises. Das heißt also,
Obwohl natürlich bewundernswerterweise Fatigasio und andere Patientenorganisationen sich stark dafür einsetzen, wir sind da einfach noch zu wenig sichtbar und dann eben auch in der Politik zu wenig sichtbar. Und wenn ein Problem auf diese Art und Weise gar nicht so richtig gesehen wird, und das ist zumindest, würde ich sagen, bis vor 18, 24 Monaten noch der Fall gewesen, dann gibt es natürlich auch wenig Gelder und wenig Interesse an der Situation, etwas zu ändern. Aus meiner Überzeugung ist Forschung, ob jetzt Grundlagenforschung oder klinische Forschung, in allen Komponenten der Schlüssel sozusagen zur Lösung dieses Problems. Mehr Forschung führt zu mehr Erkenntnis, führt zu mehr Aufklärung, führt zu sozusagen mehr Medizinern, die sind ja im Kern nicht irgendwie bösartig oder gegen ME-CFS-Patienten, sondern es ist ja einfach teilweise ein Mangel an Informationen, führt dazu, dass das besser wird und dann wird hoffentlich aus diesem Teufelskreis irgendwann mal ein positiver Kreis, der sich selbstverstärkend auswirkt. So, das heißt, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass mehr Forschung stattfindet. Und auch wenn Frau Dr. Hoberger und Carmen Scheibenbogen und Uta Behrens und einige andere in Deutschland dort bewundernswerterweise seit langer Zeit sich engagieren, wir brauchen viel, viel mehr Leute. Ich habe mir dann die Landschaft angeguckt, wer sich von den Patientenorganisationen in Deutschland da engagiert und hatte mir überlegt, wo engagierst du dich selbst, um das Thema Forschung voranzubringen. Wenn man sich das anguckt, es gibt natürlich den Fatigatio als älteste und größte Patientenorganisation, es gibt auch die Deutsche Gesellschaft für ME-CFS, es gibt Long-Covid-Deutschland, die mit einem sehr ähnlichen Mandat unterwegs sind und alle drei sind ja auch sehr erfolgreich gewesen in ihrem politischen Engagement. Es gibt noch einige mehr Organisationen, auch kleinere regionale Initiativen, aber all diesen Organisationen haben einen Fokus auf Selbsthilfe, Aufklärung, politische Forderungen, solche Dinge. Wirklichen Fokus auf Forschungsfinanzierung habe ich dort nicht gefunden und in den Gesprächen auch herausgefunden, dass das noch ein bisschen brach liegt. Die Lost Voices Stiftung engagiert sich in dem Bereich, die Weidenhammer Zöbele Stiftung, eine private Familienstiftung, gemeinnützige Familienstiftung engagiert sich in dem Bereich lobenswerterweise. Aber ansonsten gibt es in Deutschland nicht viele Stiftungen oder Organisationen, wo man investieren kann, wenn man tatsächlich in Forschung etwas machen möchte. International sieht es etwas anders aus, aber das hilft uns in Deutschland zunächst mal nicht so richtig viel, wenn in den USA oder in Kanada dort eben Forschung finanziert wird. Wir brauchen das ja auch hier vor Ort und ich glaube auch fest, dass wir hier vor Ort Wissenschaftler und Mediziner haben, die dort Erkenntnisse schaffen können. Und dann ist der Entschluss gefallen, okay, wenn sonst noch nicht da ist, dann gründe ich mit einem kleinen Team von Ähnlichgesinnten eben eine neue Organisation. Wir haben das ME-CFS Research Foundation genannt, weil wir perspektivisch auch international agieren wollen, also zumindest im europäischen Raum. Wir fangen jetzt erstmal in Deutschland an. Was ist unser Ziel und was wollen wir damit erreichen? Das würde ich Ihnen gerne kurz vorstellen. Wir haben unsere Mission mal so formuliert. Wir wollen unterstützen und finanzieren, und zwar den Aufbau von angemessener biomedizinischer Forschung, also wissenschaftlicher Forschung, zu ME-CFS. Und das inkludiert nach meinem Verständnis eben auch das Post-Covid-Syndrom. Erstmal in Deutschland und später im europäischen Ausland. Was heißt das jetzt konkret? Wir wollen unterstützen und finanzieren. Das heißt, wir wollen Forscher oder potenzielle Forscher direkt unterstützen finanziell, aber auch Zugang zu anderen Mitteln schaffen. Also in Gesprächen mit Menschen, die in dem Bereich medizinisch oder biologisch forschen, ist mir klar geworden, dass teilweise das Handicap schon ist, für diese engagierten Leute die richtigen Anträge zu stellen, solche Dinge zu erfahren, wo es Fördermittel gibt, sich mit anderen zu vernetzen. Also wir wollen in all diesen Bereichen sozusagen Unterstützung schaffen. Orientierungshilfe schaffen, Aufsatzpunkte für öffentliche Förderung. Warum? Weil man natürlich nur mit öffentlichen Geldern im großen Stil, und am Ende muss es mit öffentlichen Geldern im großen Stil passieren, etwas fördern kann, was vorher schon mal irgendwo angefangen hat. Angemessene biomedizinische Forschung, was heißt das konkret? Also es gibt mehrere Fachrichtungen natürlich, die dort eine Rolle spielen. Wir wollen das fachrichtungsübergreifend machen, also in mehrere Richtungen. Wir wollen sowohl die Grundlagenforschung, die vor allen Dingen in der Biologie stattfindet, Bupesh Prusti in Würzburg ist dort ein Beispiel in Deutschland, der mit der Mitochondrienforschung sehr interessante Ergebnisse schon erzielt hat. In anderen Bereichen gibt es dort noch mehr zu tun, das geht alles auch in Richtung Biomarker, die man hoffentlich finden wird.
Wir wollen natürlich auch die klinische Forschung unterstützen, wo es dann um Anwendung von konkreten Medikationen oder Therapien geht. Zu ME-CFS und damit auch zu Post-Covid. Wie vorhin schon kurz erwähnt, Carmen Scheibenbogen hat kürzlich veröffentlicht, dass medizinisch gesehen das Post-Covid-Syndrom das gleiche ist wie ME-CFS. Das hat sich ja auch schon in anderen Beiträgen sozusagen gezeigt und wird sich nachher im wissenschaftlichen Teil vielleicht ja auch nochmal zeigen. Also wir sehen das nicht unterschiedlich, sondern wir sehen die Leute, die jetzt in den letzten 2,5 Jahren aufgrund einer Covid-Erkrankung langfristig in diese Erschöpfungszustände und die anderen Merkmale reingerutscht sind, auch als ME-CFS-Patienten. So eine Mammutaufgabe kann man natürlich nicht von heute auf morgen irgendwie bewerkstelligen. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal an, in Deutschland zu verstehen, wie könnte man dort rangehen, wer sind potenzielle Spender, wer sind potenzielle Empfänger, wie organisiert man das alles. Und sobald wir das hinbekommen haben für Deutschland, werden wir anfangen, auch ins Ausland zu expandieren. Was machen wir jetzt konkret, wenn wir einmal Gelder gesammelt haben? Wir wollen natürlich die bestehende Forschung ausbauen, also Vernetzung sicherstellen, mehr Projekte an den Standorten, wo heute schon in Deutschland geforscht wird. Wir wollen weitere Forschungsprojekte unterstützen, also idealerweise neue Wissenschaftler, neue Mediziner oder Mediziner und Wissenschaftler, die neu in diesem Bereich sind, unterstützen. Wir wollen Stipendien für Doktoranden machen. Dort gibt es eine Verabredung mit der Lost Voices Stiftung, die das bisher schon gemacht hat. Das werden wir also Hand in Hand sozusagen weiter vorantreiben, weil die Doktoranden sind halt die Mediziner und die Wissenschaftler von morgen, die man heute aufbauen muss, damit wir morgen nicht 10, 15, vielleicht 20 Forscher haben in Deutschland, sondern Faktor 10 mehr. Wir wollen Konferenzen initiieren und auch ermöglichen zu diesem Thema. Es gibt natürlich schon welche. Es gibt die Fachkonferenz von Fatigatio, wo Ergebnisse vorgestellt werden. Aber wir wollen vor allen Dingen auch wissenschaftliche Konferenzen international zusammen mit den Beteiligten auf die Beine stellen, damit der Austausch vorangebracht wird. Das war während der Covid-Zeit überwiegend nur virtuell möglich. Jetzt ist es hoffentlich auch wieder in Person möglich. Und es gibt dort auch schon ein paar Ideen, werde ich gleich nochmal drüber reden. Und wir wollen ganz langfristig natürlich weitere Forschungszentren etablieren. Es gibt an der Charité und in München, das wissen Sie, bereits 2 Zentren, die auch ganz überwiegend privat finanziert sind. Da nochmal ganz herzlichen Dank an die Weidenhammer-Zöbele-Stiftung, die dort wirklich großartige Arbeit geleistet haben. Es muss mehr Zentren in Deutschland geben. Frau Stamm-Fiebig hatte es vorhin schon angesprochen, es steht im Koalitionsvertrag, dass es Versorgungs- und Forschungsinstitutionen in Deutschland geschaffen werden sollen. Wir hatten uns schon kurz ausgetauscht darüber, wie das konkret gehen kann. Ich glaube, da steht noch viel, viel Arbeit vor uns und es muss auch aus privater Ecke sozusagen dort Engagement geben, diese Dinge bereitzustellen. Jetzt gibt es natürlich inzwischen, also seit der Zeit von vor 2 Jahren, wo ich angefangen habe, mit anderen Menschen mich für dieses Thema zu engagieren, öffentliche Fördergelder. Es gibt die 5 Millionen, die jetzt an die Charité gehen. Da kommen vielleicht ja nächstes Jahr nochmal welche dazu. Es gibt die Aussagen im Koalitionsvertrag auf der Bundesebene in Nordrhein-Westfalen. Ein paar Dinge hatten wir vorhin schon gehört. Es gibt in Niedersachsen einen Entschluss, Geld in ECFS-Forschung zu stecken. Woanders werden diese Dinge diskutiert. Ist das denn jetzt überhaupt noch nötig, dass man sich privat engagiert? Ist nicht das Problem schon gelöst? Nein, ist es nicht. Weil zum einen sind das alles Beträge, die noch nicht ausreichen und zum anderen fördert natürlich, wenn öffentliche Mittel bereitgestellt werden, fördern die natürlich immer nur Strukturen, die in irgendeiner Form schon da sind. Das heißt, es gibt auch noch viel Aufbauarbeit und den Bedarf sozusagen auf pragmatische Art und Weise kleinere Projekte zu fördern, aus denen dann hinterher vielleicht größere Institutionen werden oder Organisationen werden, die dann öffentlich verstärkt werden können. Und da kommen wir ein bisschen ins Spiel. 2 Zitate vielleicht zu dem Thema und dann bin ich auch schon beinahe durch. Zum einen ist die Förderung angesichts der Größe des Problems noch viel zu gering. Also wir sprechen bei ME-CFS über 250.000 bis 300.000 Erkrankte allein in Deutschland. Aktuellen Studien zufolge kann man damit rechnen, dass sich die Zahl fast verdoppeln wird aus den Leuten, die jetzt in den letzten 2,5 Jahren in diese Post-Covid-Problematik hineingerutscht sind. Das heißt, wir reden um und bei über 500.000 Menschen, das ist eigentlich kaum zu fassen.
Wenn ich jetzt mal nach Holland gucke, dort gab es ja einen Entschluss, knapp 30 Millionen Euro über 10 Jahre bereitzustellen für Forschung nach einer wissenschaftlichen Begutachtung und vielen, vielen Untersuchungen und Sichtungen dessen, was wissenschaftlich erforderlich ist. Holland ist ein Zehntel von Deutschland. Wenn man das hochrechnet, müssten wir 300 Millionen Euro in Deutschland zur Verfügung stellen über 10 Jahre oder 30 Millionen im Jahr. Davon sind wir noch weit entfernt. Also deswegen, es reicht noch nicht. Die Frage, die mir an der Stelle immer gestellt wird, müssen die armen Patienten, die jetzt in sozial teilweise prekären Situationen sind, nun auch noch ihre eigene Forschung finanzieren? Ja, das ist krass ungerecht und das wäre nochmal eine eigene politische Diskussion, warum das so sein muss. Aber wenn wir eine 500.000 oder 600.000 Menschen sind, die erkrankt sind und Angehörige und Freunde, die dazukommen, wenn nur jeder 1 Euro im Monat spenden würde, dann würden da ja alleine schon erhebliche Beträge im Jahr zustande kommen, also irgendwas zwischen 3 und 6 Millionen. Damit könnte man durchaus schon mal was bewegen, auch ergänzend zu dem, was politisch und öffentlich hoffentlich an Mitteln dort kommt. Und dazu möchte ich eigentlich aufrufen. Und wenn man mit den Wissenschaftlern spricht, dann sagen sie einem auch das zweite Zitat, was dort dargestellt ist: Oft fehlt es an pragmatischer Hilfe. Das heißt also, schnell und sagen wir mal sehr pragmatisch finanzierten kleineren Hilfen, die dann vielleicht kein großes mehrjähriges Forschungsprojekt finanzieren, aber eine kleine Studie hier, eine kleine Untersuchung dort, Geräte hier und dort, damit man überhaupt mal starten kann, die dann später in größere Forschung münden. Wo stehen wir jetzt? Wir sind in der Aufbauphase. Also es gibt die ME-CFS Research Foundation, das ist eine gemeinnützige GmbH. Das heißt, wir haben etwas höheren Flexibilitätsgrad, als es Stiftungen haben, ohne sie jetzt mit deutschem Steuerrecht zu langweilen. Es ist im Kern eigentlich das Gleiche. Das können Sie auch auf der Webseite nochmal deutlich nachlesen. Wir können Spenden empfangen, wir sind gemeinnützig, wir können auch größere Spenden für Spenden, Spendenquittung ausstellen. Das Kernteam, das sind im Moment noch sehr wenige Leute, ist gerade im Aufbau. Also wer von Ihnen oder Ihren Angehörigen Interesse hat, dort mitzuwirken, ich freue mich sozusagen. Kontaktdaten finden Sie auf unserer Webseite über Engagement an der Stelle. Wir sind mit den wesentlichen Forschern in Deutschland, glaube ich, inzwischen vernetzt und arbeiten weiter daran, auch alle anderen kennenzulernen. Wir erarbeiten gerade die Förderkriterien, unter denen wir zukünftig Projekte auswählen, mit denen wir zukünftig Projekte auswählen wollen. Und wir sind am Aufbau von unserem Fundraising, also von der Spendengenerierung. Ich habe mir gedacht, es muss bei so vielen Betroffenen ja auch Menschen darunter geben, die Unternehmer sind, die Manager sind, die aus anderen Gründen vermögend sind. Und ich möchte all diese Menschen aufrufen, mit uns in Kontakt zu treten, denn wir brauchen neben vielen Kleinspendern natürlich auch einige größere Spender, die nennenswert zu diesem Thema beitragen können. Und es würde mich einfach sehr, sehr freuen und ich bin auch mit Ersten schon im Kontakt oder habe auch schon erste Zusagen von Spenden von solchen Leuten bekommen, aber wenn das noch mehr werden, weil das sind die Menschen, die, glaube ich, mit unserer Hilfe und mit Hilfe dieses Netzwerks und auch mit Hilfe der anderen Patientenorganisationen hier wirklich was bewegen können. Wir haben auch schon einzelne Engagements. An der Charité sind sehr viele Diskussionen gelaufen. Wir haben einzelne, sagen wir mal, kleine Teile von Projekten zugesagt zu unterstützen. Da kann Frau Professor Scheibenbogen, wenn sie nachher im wissenschaftlichen Teil das vorstellt, vielleicht noch mal kurz was zu sagen. Es gibt ja erfreulicherweise die nationale klinische Studiengruppe an der Charité. Dort haben wir Unterstützung zugesagt. Und ich bin auch im Gespräch mit der Charité über eine Konferenz, die im nächsten Jahr im Mai, Juni stattfinden soll, eine wissenschaftliche Konferenz, dass wir das mit unterstützen, dass das ermöglicht wird. Wir bauen eine Übersicht auf, welche Forschung gibt es überhaupt, weil das ist auch ein Thema, was man als Laie natürlich gar nicht so ohne weiteres versteht. Wie funktioniert überhaupt Forschung? Was ist der Unterschied zwischen Grundlagenforschung und klinischer Forschung, Pharmaforschung etc. pp. Also wir wollen eine Übersicht machen, welche Forschungsrichtungen es weltweit gibt und das auch transparent machen und auch Ihnen zur Verfügung stellen, damit man auch gucken kann, wo, in welcher Ecke man vielleicht mit seinen Spenden am liebsten unterstützen kann. Und letzter Punkt an der Stelle, gestern in München mit Frau Professor Behrens diskutiert, wir haben eine sehr interessante Idee für ein stationäres Versorgungs- und Forschungskonzept. Viel mehr kann ich da an dieser Stelle noch nicht zu sagen. Ich persönlich finde das sehr, sehr spannend. Da wird es in den nächsten Wochen hoffentlich etwas mehr Informationen von unserer Seite und von Seiten von Professor Behrens zu geben, wo wir auch in dem Format möglicherweise was auf die Beine stellen wollen. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit. Ich möchte
mich bedanken nochmal für die Einladung. Ich hoffe auf Ihre Unterstützung und ich möchte gleichzeitig mich meinen Vorrednern anschließen und Sie bestärken in Ihrem Engagement. Das geht jetzt an die Fatigatio-Mitglieder. Machen Sie weiter. Ich glaube, nur aus Engagement kommt Änderung und wir brauchen noch sehr, sehr viel Änderung und Verbesserung für diese schreckliche Krankheit. Ganz herzlichen Dank und wenn Sie Fragen haben, freue ich mich.